Immer weniger Menschen in Deutschland gehen regelmäßig in die Kirche. Pfarrer Frank Meckelburg will wieder mehr Menschen für den Gottesdienst begeistern. Heute zeigt sich dann, ob Leute sagen, ja, mobile Kirche finden wir so toll. Wir kommen auch, wenn das Wetter mies ist, kalt, regnet. Die Idee kam Frank Meckelburg vor gut einem Jahr. Seitdem gibt es die Kirche auf Rädern. Er möchte zeigen, dass heutzutage Kirche auch mit wenigen finanziellen Mitteln möglich ist. Die Leute, die so an der Peripherie wohnen, müssen zum Teil bis zu 20 Kilometer fahren, um zur Kirche zu kommen. Und da ist der eine Grund, dass wir sagen, wir wollen auch mal den Leuten etwas entgegenkommen, dass die Gottesdienste auch in ihren Orten feiern können. Zur Gemeindepfarrstelle Daun gehören 30 Orte mit ungefähr 2500 Gemeindemitgliedern. Heute findet der Gottesdienst in Hörscheid statt, einem kleinen Ort 10 Minuten von Daun entfernt. 5 bis 6 Ehrenamtliche braucht es, um den Gottesdienst zu ermöglichen. Meistens sind es die gleichen, die Frank Meckelburg beim Aufbau seiner mobilen Kirche helfen. Da in den ländlichen Regionen Kirche immer noch mit einem Kirchturm verbunden wird, hat sich Frank Meckelburg einen aufklappbaren Turm an seinen Anhänger bauen lassen. Alles Nötige für die mobile Kirche wird durch Spenden finanziert. Die Ehrenamtlichen treffen sich 1,5 Stunden vor Beginn des Gottesdienstes zur Vorbereitung. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Ich habe Verbindungen gehabt gestern Abend und man hat mir versprochen, man würde es heute Morgen nicht regnen lassen. Der Regen kommt trotzdem, aber daran soll die Idee mobile Kirche nicht scheitern. Ja, wenn einer alleine träumt, stehen wir auf. Ganz wichtig. Ja. Genau, und du gehst hierher, wenn es regnet, wenn es nicht regnet, müssen wir ein bisschen was aufbauen. Ja, sind schon für unsere Verhältnisse bei der mobilen Kirche sehr wenig Leute, aber ich bin froh, dass trotzdem welche gekommen sind, obwohl das Wetter so schlecht ist. Das heißt doch, dass sich viele auch wirklich für interessieren und das ist doch ganz schön. Die mobile Kirche bietet den Besuchern mehr als ein traditioneller Gottesdienst. Also richtig gut finde ich das. Das ist eine gute Idee, um viele Leute zu erreichen. Dass man draußen ist, an der frischen Luft, in der freien Natur, das ist das Tolle. Und da kann man ruhig mal ein bisschen Regen abkriegen. Man braucht nicht weit zu fahren, ich komme von Darmstadt hier. Ne? Und sonst muss ich nach Daun fahren, wenn ich nicht hier bin. Feste Strukturen und schwere Orgelmusik finden viele Besucher nicht attraktiv. In der mobilen Kirche wird gemeinsam musiziert. Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur ersten Drive-In-Church in der Vulkaneifel. Wir haben ja gerade gesehen, genau mit Beginn des Singens hat der Regen aufgehört und so soll das ja auch sein heute. Wir singen die zweite Strophe. Heute bleibt kein Stuhl leer. Im Zelt, das vor der mobilen Kirche steht, ist Platz für rund 70 Personen. Alle, die keinen Platz gefunden haben, verfolgen den Gottesdienst mit offenen Fenstern aus dem Auto heraus. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Folge unserer beliebten Show Herzblatt. Jeder Gottesdienst steht unter einem eigenen Thema. Diesmal, was ist der Mensch wert? Um den Besuchern das Thema näher zu bringen, hat sich Frank Meckelburg ein Theaterstück überlegt, bei dem die Ehrenamtlichen und Zuschauer als Schauspieler mithelfen. Nicht stumpf belehrt werden, sondern aktiv in den Gottesdienst eingebunden sein. Das wünschen sich Menschen heutzutage von der modernen Kirche. Wir freuen uns über jeden, der bleibt und noch etwas Kaffee und Kuchen mit uns teilt. Diese Einladung nehmen die Besucher gerne an. Denn früher wie heute ist Gemeinschaft das, wonach sich Menschen sehnen. Wir hatten schon wesentlich mehr Besucher, aber bei so einem Wetter ist das schon, müssen die Leute schon ein gewisses Risiko eingehen, um hierher zu kommen. Der erste mobile Gottesdienst in diesem Jahr war trotz Regen erfolgreich. Wenn das weiterhin so bleibt, wird die mobile Kirche nächstes Jahr fester Bestandteil der Gemeinde. Ja, es ist mit der Logistik halt aufwendig. Das sieht man ja beim Aufbau und Abbau. Wir brauchen halt viele Leute und es kostet viel Zeit. Und dann ist es immer schade, wenn man ein Team hat von 5, 6 Leuten und es kommt kaum jemand, der sich's anguckt. Das ist dann schon schade. Und dann freue ich mich immer, wenn genug Leute da sind. Und heute waren die Reaktionen ja auch im Gottesdienst so, dass man gemerkt hat, dass die Leute da gut mitgehen. Schon in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn der Gottesdienst diese Gemeinschaft bieten kann,
Dann kommen die Menschen auch wieder in die Kirche.